In diesem Video möchte ich die Einrichtung des Telekom SpeedPort Smart 3 zeigen. Das SpeedPort Smart 3 der Telekom ist WLAN-Router, Telefonanlage und DSL-VDSL-Modem in einem Gerät. Es kann am Telekom DSL-VDSL-Anschluss auch mit Vectoring und Supervectoring genutzt werden, aber auch am Glasfaseranschluss, enthält Gigabit WLAN, Gigabit LAN und eine DECT-Schnurlos-Telefonbasis. Zum Lieferumfang gehört alles, was Sie für die Inbetriebnahme benötigen, der WLAN-Router selbst, das Netzteil für die Stromversorgung, hier ein Kabel für den Glasfaseranschluss zum Glasfasermodem, ein Netzwerkkabel, wenn Sie einen PC haben, der angeschlossen werden soll, hier das TAE-Anschlusskabel, die Verbindung zur Telefondose für den DSL- oder VDSL-Anschluss und die optionale Wandhalterung, wenn Sie das Gerät nicht auf den Tisch oder so stellen oder auf den Schrank, sondern halt an der Wand montieren möchten. In diesem Video zeige ich die Einrichtung an einem Telekom-Neuanschluss, das heißt also das SpeedPort Smart 3 als neues Gerät einrichten. Wenn Sie als Bestandskunde von einem älteren SpeedPort-Router oder sonstigem Hersteller auf das Modell hier wechseln und irgendwelche Adressbücher noch exportieren und importieren möchten, dann finden Sie entsprechende Hinweise noch in der Telekom-Hilfe. Für eine einfache und schnelle Einrichtung habe ich mir auf meinem Tablet hier die Telekom Mein Magenta App installiert, die es aber auch für Smartphones, für Android und iOS gibt. Dort gibt es den Punkt Mehr, den Punkt Internet zu Hause, dort Internet einrichten. Dann komme ich hier in den Installationsprozess, kann hier auswählen Telekom SpeedPort oder SpeedPort Pro. In meinem Fall ist es das Telekom SpeedPort, in dem Fall Smart 3. Dann, ob ich schon einen Bereitstellungstermin erhalten habe, was ich mit Ja bestätige. Ob ich hier einen Magenta Zuhause oder meinen Magenta Zuhause Surf-Tarif habe. Dann die Zugangsart, ob über Glasfaser oder über DSL. In dem Fall habe ich hier DSL. Hier ist nochmal der Hinweis, dass der Router möglichst zentral aufgestellt werden sollte, damit das WLAN sich auch gut im Haus verteilt. Aber natürlich muss das Gerät auch dort stehen, wo letztlich der Telefonanschluss ist, insofern Sie nicht dann noch ein Verlängerungskabel nutzen möchten. Und nun geht es darum, dass ich die Routerdaten erfassen soll. Ich kann sie entweder selbst eingeben oder in dem Fall jetzt den QR-Code scannen. So, damit ich aber auf den Router draufkomme, ist es wichtig, diesen erstmal in Betrieb zu nehmen, das heißt mit Strom und Internet zu versorgen. Das heißt, ich stecke jetzt hier hinten einmal das Stromkabel ein, dann hier das DSL-Kabel, weil ich in dem Fall hier einen DSL-Anschluss habe. Anschließend muss ich jetzt hier diesen TAE-Stecker mit meiner Telefondose verbinden. Nachdem ich dies erledigt habe, wichtig dabei immer den DSL-Splitter, falls noch vorhanden, weglassen. Dann kann ich das SpeedPort Smart 3 mit Strom versorgen. Ich stecke dazu jetzt das Netzteil ein. Und nun startet der Router mit den verschiedenen LED. Es wird jetzt ein paar Minuten dauern. Der Router wird jetzt ein paar Firmware-Updates noch installieren. Und sobald er bereit ist, werde ich dann mit der Einrichtung fortfahren. So, der Router ist jetzt neu gestartet, hat ein paar Neustarts gemacht, um die ganzen Updates zu installieren. Die Status, Link, Online und Telefonie LED leuchten jetzt dauerhaft weiß. Das heißt also, der Router, die Grundeinstellungen sind automatisch installiert worden. Man muss also nicht mehr Zugangsdaten eingeben, wie man es vielleicht noch von früher kennt, sondern die Einrichtung am Telekom-Anschluss mit dem Telekom SpeedPort Smart 3 erfolgt vollkommen automatisch. Und es geht jetzt nur noch darum, einige Feineinstellungen am WLAN und den Telefonieeinstellungen vorzunehmen. Dazu gehe ich jetzt hier auf QR-Code scannen. An der Unterseite meines Routers befindet sich der Routerpass, den nehme ich einmal raus. Darunter sind die Zugangsdaten auch einmal aufgedruckt, falls der Routerpass verloren gehen sollte. Und jetzt scanne ich hier diesen QR-Code einmal ein. Das wurde jetzt hier bestätigt und kann jetzt hier die Einrichtung fortsetzen. Es kommen jetzt hier nochmal die Hinweise, dass die alte DSL-Verkabelung, falls vorhanden, entfernt werden soll, also zum Beispiel Splitter oder NTBA. Hier werden nochmal die Schritte angezeigt, die ich eben schon alle gemacht habe, also DSL-Kabel verbinden und Netzteil anschließen und warten, bis das Gerät gestartet ist. Hier könnte ich jetzt nochmal Telefone anschließen, in dem Fall möchte ich das Ganze ohne Telefon erstmal einrichten. Hier nochmal die Frage, ob die Power- oder Statusleuchte dauerhaft an ist. In dem Fall ja. WLAN ist auch an. Die Daten für das WLAN hat er sich ja automatisch geholt. Und dann kann ich das Ganze jetzt auch einmal verbinden.
sollte die Verbindung nicht automatisch eingerichtet werden. Das WLAN können Sie auch manuell über die WLAN-Einstellung des Endgerätes, also des Tablets oder Smartphones, sich mit dem WLAN verbinden. Die Daten des WLAN stehen ja auf dem Router fast drauf und gehen dann nochmal zurück in die Magenta-App und können dort dann auch wieder in Router einrichten oder Router konfigurieren gehen. Hier fragte, soll das Gerätepasswort dann automatisch in die Zwischenablage gespeichert werden, um es dann später einzufügen. Text wurde kopiert. Dann wird der Router gesucht. Ich muss jetzt hier das Gerätepasswort eingeben. Und da es aus der Zwischenablage hat, kann ich jetzt hier das direkt einfügen. Und sehe jetzt hier, dass der Einrichtungsprozess zu 50% abgeschlossen ist und gehe jetzt durch die weiteren Schritte. Der Hinweis ist hier nochmal, Internet und Telefonie sind verbunden. So, hier in dem Schritt wird mir jetzt nochmal meine WLAN-Einstellung angezeigt. Hier könnte ich den WLAN-Namen ändern, das WLAN auch ganz abschalten und auch das WLAN-Kennwort ändern, wenn ich das möchte. Jetzt hier weiter. So, im Schritt Telefonie werden mir jetzt hier meine Rufnummern angezeigt. Auch die sind schon automatisch eingerichtet und verbunden worden. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Telefon zu verbinden, also ein Deckschnurlos-Telefon, zum Beispiel die Speedphones der Telekom, und auch Rufnummern zuzuordnen. Zum Beispiel an der Rückseite des Speedport Smart 3 sind ja zwei TAE-Anschlüsse, also für analoge Endgeräte. Da kann ich zum Beispiel sagen, auf Port 1 soll Rufnummer 1 klingeln, auf Port 2 zum Beispiel eine andere Rufnummer, die für das Fax vorgesehen ist. Ein Schritt weiter. So, im letzten Schritt kann ich noch eine automatische Datensicherung aktivieren oder auch abwählen. In dem Fall würden meine WLAN-Schlüssel und andere Daten auf den Servern der Telekom sicher gespeichert werden. Das hat den Vorteil, wenn das Gerät einmal defekt sein sollte, dann können Sie das Ganze bei einem neuen Gerät dann einfach wieder herstellen. Das müsste ich dann hier bestätigen, wenn ich das möchte. Und mit weiter komme ich nun auf die Seite fertig eingerichtet. Das heißt, das Speedport Smart 3 ist jetzt nutzbar. So, nachdem ich fertig geklickt habe, komme ich dann hier auf die Übersichtsseite des Speedport Smart 3. Ich sehe also, Internet ist verbunden. Dann sehe ich hier, die Telefonie ist erfolgreich verbunden. Das WLAN ist aktiv und Smart Home, in dem Fall, habe ich nicht aktiv. Hier sind nochmal einige Übersichtssachen, wie zum Beispiel, dass WLAN to go aktiv ist. Aber die einzelnen Punkte sehe ich auch nochmal im Detail. Wenn ich hier auf Internet gehe, habe ich einmal die Zugangsdaten, die automatisch eingetragen wurden. Habe hier den Punkt Filter und Zeitschaltung. Das heißt, es ist möglich, zum Beispiel als Kinderschutz eine Zeitsteuerung zu aktivieren, dass das WLAN zum Beispiel für ausgewählte Endgeräte nur zum Beispiel das zur Verfügung steht und auch mit einem Zeitbudget von zum Beispiel 60 Minuten pro Tag. Da kann ich jetzt mal sagen, nur bei einem Endgerät mit den entsprechenden Zeiten. Es gibt hier zum Beispiel noch den Punkt WLAN to go. Das ist jetzt in meinem Fall hier aktiv, das kann Sie aber auch deaktivieren, wenn Sie das möchten. Hintergrund ist bei WLAN to go, dass Sie die nicht genutzte Bandbreite Ihres Routers oder Ihres Anschlusses für andere Nutzer der Telekom zur Verfügung stellen. Das ist dann ein eigenes, getrenntes WLAN, also da brauchen Sie auch keine Angst haben, dass jemand auf Ihr Netzwerk zugreifen kann und letztlich damit ein WLAN bereitstellen. Und Sie als Kunde haben den Vorteil, wenn Sie selber mal unterwegs sind und ein anderes WLAN to go in der Gegend dann verfügbar ist, dann können Sie dort kostenlos sich einbuchen und das Internet nutzen. Bei Telefonie können Sie ebenfalls nochmal die Einstellung vornehmen, wie Rufnummernzuordnung, hier die Deckbasisstation, da können Sie dann noch Telefon verbinden oder die PIN für Telefon verbinden ändern. Hier gibt es noch eine Anrufliste, da können Sie nochmal nachschauen, wenn Sie verpasste oder angenommene Anrufe haben, welche Rufnummer das war. Ich habe hier ein Telefonbuch, was ich pflegen kann, und die Deckschnurlos-Telefone könnten auf dieses zentral gepflegte Telefonbuch dann auch zugreifen. Unter Netzwerk sind nochmal so die Punkte verbundene Geräte, um zu sehen, welche Geräte gerade mit meinem Speedport-Router verbunden sind, wenn Sie da einfach nochmal kontrollieren wollen, ob bestimmte Geräte da sind. Ich habe hier die Mesh-Einstellung, in meinem Fall jetzt nicht aktiv, aber grundsätzlich ist der Speedport Smart 3 Mesh-fähig, das heißt, Sie können bis zu 3 Speed-Home-Wi-Fi-Adapter, bis zu 5 Adapter verbinden und dann das WLAN einfach in Ihrem Haus verbessern, durch diese WLAN-Repeater einfach auch, dass Sie in jedem Raum den optimalen Empfang haben. Weitere WLAN-Einstellungen, die Smart-Home-Einstellungen, hier nochmal die Netzwerk-Speichereinstellung, wenn Sie am USB-Port irgendwie einen Speicherstick anschließen. Und hier
Unter weitere Einstellungen finden Sie nochmal die Punkte Gerätepasswort, Easy Support, dass die Telekom-Mitarbeiter dann im Support-File auf den Router drauf schauen können, wenn sie Probleme mit dem Anschluss haben, dass die dann prüfen können, ob alles in Ordnung ist. Weitere Problembehandlungen, Firmware-Einstellungen, Systeminformationen zum Router und andere Einstellungen. Und da oben noch eine Hilfefunktion, wenn Sie weitere Fragen zum Endgerät haben. Wenn Sie sich manuell mit dem WLAN des Routers verbunden haben, kommen Sie in meiner Magenta-App auch jederzeit wieder auf diesen Router drauf, falls die Einrichtung, die automatisch nicht geklappt hat. Hier auf Magenta zu Hause, Router-Einstellungen. Hier wird dann nochmal gefragt, ob das Gerätepasswort in den Zwischenspeicher kopiert werden soll. Und in dem Fall komme ich jetzt hier auf die Anmeldemaske des Speedport Smart, kann das Kennwort wieder einsetzen und mich einloggen und komme so auf die Übersichtsseite, um jederzeit Einstellungen zu ändern. Nach einer gewissen Zeit wechselt das Gerät übrigens in einen Schlafmodus, das heißt, hier ist dann nur noch diese grüne LED an und die anderen LEDs gehen aus. Die grüne LED zeigt mir aber, dass das Gerät quasi ordnungsgemäß funktioniert. In unserem YouTube-Kanal finden Sie noch weitere Videos, zum Beispiel zu den Speed Home Wi-Fi Adaptern, zur Einrichtung eines Mesh-Netzwerkes, zu den technischen Daten des Speedport Smart 3, ein Vergleich mit dem Speedport Pro, aber auch zu verschiedenen AVM-Routern. Schauen Sie da einfach mal vorbei. Wenn Sie wissen möchten, ob Highspeed-Internet an Ihrer Anschrift schon möglich ist, Fragen zu Magenta TV oder den Magenta Zuhause-Tarifen haben, schauen Sie einfach unsere Webseite oder rufen Sie unsere unabhängige Beratungshotline an. Wir finden sicherlich den passenden Tarif für Sie.